Hallo meine Zuschauer und weiter geht's. Na ihr Kleinen, keine Ahnung, keine Angst, ich tue euch nichts. Ich bin froh, wenn ihr mir nichts tut. So, warte mal. So, jetzt krabbel ich erstmal so planlos durch die Gegend. Ohne, warte mal, ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, ob ich da zu den... da unten zu den beiden Goldenen dahin komme. Guck mal, hier hinten geht es ja auch noch irgendwie weiter. Aber jetzt will ich erstmal zusehen, dass ich dahin komme. Mal gucken jetzt. Warte mal. Ja, warte mal, da. Manometer, du. Ja, okay, hier ist ja diese Wandlaufigkeiten gefragt. Ja. Oh, beinahe. So, warte mal. Jetzt komme ich hier runter in das Loch und dann... Ja. Den konnte ich das letzte Mal, als ich hier war, ja... ...ja noch nicht in den Weg hier. Und die Kiste ja auch nicht öffnen. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Okay, BD, was ist es? Neue BD1 Skin erhalten. Okay, cool. So, warte mal, denn... Ja, hier, genau, hier war sie noch. Hier wollte ich auch hin. Nein, noch nicht.
Kannst du das Ding hacken? Kodoras Reparatur kennen. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen. Mit BD1 als Anführer. Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Hey, was haben wir denn hier? Dieser Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt, ein besonderer Ort. Ich habe den Griff hinzugefügt. Ein Teil von ihm soll immer bei uns sein. Cool. Doppellichtschwert. Doppelklingenlichtschwert. Das Doppelklingenlichtschwert ist in puncto Massenkontrolle überragend. Setzte Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu bewältigen und zu besiegen. Blocke nach der erfolgreichen Abwehr eines Blasterbolzens weite, um weitere Bolzen auf deine Gegner zurückzuwerfen. Alter, ah, ist das. Okay, dann gehen wir mal weiter nach oben. Na, na. Ah, Abkürzung. Okay, dann wollen wir mal hier hochkommen. Warte mal, ich wollte jetzt eigentlich noch den anderen Weg dort. Gut, dann muss ich wieder zurück. Hä? Von wo? Wie? Was? Wo? Ich dachte eben gerade. Na egal, was ich dachte. So, warte mal jetzt. Wenn ich jetzt C drücke. Ja, wie kriege ich denn jetzt wieder mein normales Lichtschwert? Ah! X, so und C, ah, alles klar. Okay, jetzt gibt's hier eine Rutschpartie. So, warte mal, aber ist hier jetzt noch irgendetwas auf diesem Planeten, was ich jetzt... Ja, warte mal. Ah, ja, hier hinten war noch was. Guck mal, hier hinten gibt es ja auch noch irgendwie irgendetwas. Also der Planet ist so doch größer, als ich gedacht habe. Zumal hier unten auch noch etwas ist, gleich direkt beim Schiff. So, wie komme ich denn jetzt aber da drüben hin? Okay, jetzt kann ich...
hier rumgehen. Oder ich gehe wieder. So, warte mal. Ja, warte mal. Nee, da muss ich jetzt... Ach, Kacke. Nee, Quatsch, da muss ich einen höher. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder einen höher? Ja, da muss ich sogar zwei Ebenen höher, ne? Ja, warte mal, wo komme ich denn am besten mal hin? Hier hin, aber dann... Ah ja, doch, hier. Wieder da, wo ich gerade hergekommen bin, mehr oder weniger. Ja. Ja, ja, jetzt hier komplett nach oben. Ganz nach oben. So. Ja, warte mal. Geradeaus weiter und dann da irgendwie rüber. Ja. Nee, irgendwie bin ich jetzt hier nicht da, wo ich eigentlich hin möchte. Ach nee, ich muss irgendwie da oben hin. Na, wo bleibt der denn immer hängen? Und erstmal eine andere Frage, wie komme ich da oben zu der... Da oben hier, das Ding da will ich, da muss ich hin, da. Ja, aber wie komme ich da jetzt hin? Da ist auch noch eine Kiste, wo ich irgendwie hin kann.
Ja, aber Moment mal, wie komme ich denn jetzt? Ich denn jetzt da drüben hin? Hier ist auch so eine komische Kugel auf Zephyr. Nee, also irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie ich da oben hinkomme. Ich muss irgendwie... Nein, ich muss doch irgendwie noch eine Ebene höher kommen. Aber wie? Von wo? Okay, hier habe ich so eine Wandlauf. Ah ja, hier, da, ja, genau da. Hier wird diese Wandlaufgeschichte. Okidoki. So, jetzt bin ich zwar hier oben, aber das bringt mir jetzt im Moment nicht viel, da ich ja da unten an die Kiste nicht rankomme, die hinter so einem Ventilator da steht. Da weiß ich nicht, wie man sie sich das gedacht haben dann. Vor allen Dingen weiß ich, wie kommt man jetzt an die Kiste da oben ran? Na, ich weiß nicht mehr. Nee. Nein. Auch nicht. Ja, also ich würde gerne noch in die Kiste daran, aber wie? Ach, ist auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. Thank you.
Okay, warte mal. Bin ich hier rüber gesprungen? Natürlich nicht. Ja. Ach nein! Ach, verdammte Tat nochmal. Kann man sich hier nicht irgendwie... Nein, ich wollte mich doch eigentlich da... Ja, es sei natürlich, dass es gedacht, dass man von dort kommt, hier Wand auf so hier hochkabbelt. Wie komme ich jetzt da drüben hin? Das ist jetzt die große Frage. Es wurmt mich, dass ich da jetzt irgendwie nicht hinkomme. Das wurmt mich. Ich möchte mich gerne die beiden Kisten da noch haben. Nein, da gibt's auch nicht weiter. Okay, gut, aber das bringt mir jetzt auch nicht so viel zurückzugehen. Ich komme hier nicht hoch. Ja, und jetzt da entlang, das bringt mir ja auch nichts. Boah, also ich sehe jetzt echt keinen Weg, wie man da jetzt mal drüben hinkommt, um einmal die Kiste da abzulooten. Und die andere, wo war die jetzt nochmal? Ah ja, da hinten. Ich sehe da jetzt echt keinen Weg, wie man da rüberkommt. Toll, ich kann jetzt hier runterrutschen, da hoch, aber da bringt mir ja auch nichts. Ich muss da irgendwie hinkommen. Dann kann ich zumindest die Kiste dort hier holen, aber... Ja, also ich habe echt keinen Plan, wie man da jetzt hinkommt, Leute. Wie man darüber kommt, denn da runterrutschen, rüber runterrutschen. Und dann... Oder was heißt runterrutschen? Vielleicht nicht, aber runterlaufen und dann da wahrscheinlich Landlauffähigkeit. Da unten sind ja auch noch Viecher. Nee, Leute, ich habe echt keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich weiß nicht einmal, wie man da unten hinkommt. Warte mal.
Da unten ist ja noch die grüne Tür. Vielleicht. Nein. Oh, ich dachte eben gerade. So, warte mal, die Tür hier, ne? Die ist ja da irgendwie. Hier vorne, irgendwo hier unten. Ruhig. Zu ruhig. Ach, krieg den Jappen. So, warte mal. Vorne war es. Ah, hier war das, hier. Ah, nee, klar, also. Wie die Kugel und die Halterung von Sepho. Was macht man damit? Welche Kugel, welche Halterung? Achso, die er meinte. Ah, warte mal, da muss man sie irgendwie rein. Kann ich sie vielleicht... Ja, wie komme ich da jetzt da mal hin? Gar nicht. Na super. Ja, die Position muss genau stimmen. Ja, ah. Die Position muss genau stimmen. Ah ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ich muss sie hier irgendwie über den Stein und dann rollt sie dahin und dann ist gut. Och, Manno! Nee, schweben lassen kann ich sie nicht. Ach, Kacke, wie kriege ich die da jetzt mal vernünftig hin? Nee. Ich gebe ihr mal irgendwie einen zu starken Schub. Ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn die Kugel da mal jetzt... Nee. Die kommt da nicht rüber. Die kriegt da nicht rüber geschubst. Die rollt immer darüber, Alter. Wie soll das funktionieren? Also das finde ich ein bisschen...
Nee. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wenn da hinten wenigstens eine Begrenzung wäre, sodass sie nicht hinten rüberkippen würde, dann wäre das doch schon mal was anderes. Aber so. Nee. Das kann ich vergessen. Ach, Kacke. Gute Arbeit. Wollte ich doch gar nicht. Nee. Also tut mir leid, Leute. Ich bin jetzt hier den Part. Ich habe doch keinen blassen Schimmer, wie man die Kugel da vernünftig hinbalanciert. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das Schicksal wieder dabei. Bye, bye.